wichtigsten war damals für mich die 3D-Drucktechnologie, um einfach mechanische Anbauteile, die für mein Konzept relevant sind, schnell umzusetzen und relativ schnell Prototypen zu fertigen, die man dann auch testen kann und sehen kann, funktioniert das überhaupt so, wie man sich das vorgestellt hat. Das SmartLab Carinthia in Villach bietet eine räumliche Infrastruktur und die notwendigen Maschinen, um eigene Ideen zu verwirklichen. Es ermöglicht freien Zugang zu Produktionsmaschinen wie 3D-Drucker, Lasercutter oder CNC-Fräse, um unterschiedliche Ideen zu verwirklichen und selbst verschiedenste Produkte nach individuellen Bedürfnissen herzustellen. Das Teil, das mechanisch den Elektromotor mit dem Gangschaltgetriebe verbindet, das ist gleichzeitig Kühlkörper und Montagehalter. Dieses Teil ist sehr aufwendig zu fertigen, wenn man es aus Aluminium fertigt. Und der 3D-Druck bringt da eben den Vorteil, relativ rasch ein Teil in Händen zu halten, ohne große Aufwände für Fertigungsvorbereitung, die man an der CNC-Maschine eigentlich hat. Das Tolle für mich an der Gründergarage ist, dass ich endlich jetzt einen Raum habe, der wirklich nur für mich zugänglich ist, dass man hier seinen abgeschlossenen Bereich hat und die Fertigungsmöglichkeiten der FH in Form vom SmartLab weiterhin nutzen kann. Du siehst hier auch nochmal die groben Abmessungen, X, Y, Z. Jede Woche am Dienstag ist das SmartLab genauso geöffnet für externe Personen, die sich das einmal im Erstkontakt anschauen wollen. Man kann reinkommen, mit dem Laboringenieur vor Ort sprechen, ob seine Idee, die man mitbringt, dort vor Ort auch fertigbar ist. Wenn das möglich ist, dann kann man dort die Teile mit den 3D-Druckern und anderen Möglichkeiten fertigen lassen. Es ist ja wichtig, immer den richtigen Werkstoff einzustellen. Nach dem Studium, da bin ich das erste Mal mit Erich Hartlieb in Verbindung gekommen, weil er in seiner Innovationswerkstatt immer wieder Events abgehalten hat, die Startups zusammenbringen. Er hat bei mir das Potenzial gesehen mit meinem Projekt, dass ich mich Richtung Startup weiterentwickeln kann. Das müssen Sie ein einschätzen, Sie können ja ein bisschen recherchieren. Das Tolle jetzt am Unternehmer sein ist ja wirklich, dass man sein Produkt, das man erfunden hat, an Interessenten präsentiert, denen das erklären kann, per E-Mail oder per Telefon mit den Menschen Kontakt aufnimmt und die auch großes Interesse zeigen, das finde ich schon auch sehr spannend. Das ist der Plan für die Zukunft, das dann wirklich zu verkaufen. Mein Name ist Alexander Elbe und ich habe mit Crank E einen Umbausatz entwickelt, der aus einer alten Vespa eine moderne Elektro-Vespa macht.